Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute bekommt ihr wieder unser Hörspiel, die Kakerlakenparty. Ist tatsächlich sogar schon das 11. Hörspiel. In diesem Video hört ihr heute keine neuen Telefonate, sondern alles, was in der vergangenen Woche war, allerdings ohne meine Kommentare dazu. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Video. Ja. Wie geht das Ihnen halt? Du schon wieder. Ja, viel von die Damen und Herren. Wie geht das denn heute? Ja, ganz gut. Super, super. So, was machen wir mit den Investitionen? Na, nix. Warum? Na, ich investiere nicht bei Betrügern. Also, Sie denken auch so? Auch heute? Sie denken, wir sind Betrüger, ja? Jo. Okay. Warum gehen Sie nicht bei der Polizei, wenn Sie denken, so? Ja, Ihre Telefonnummer funktioniert ja nicht. Aber ich habe gesagt, warum gehen Sie nicht bei der Polizei, wenn Sie denken, wir sind Betrüger? Ja, ich habe euch ja schon gemeldet bei der BaFin und die Domain habe ich bereits gemeldet. Beim Verbraucherschutz habe ich euch gemeldet. Ja. Jo, aber nützt ja nicht viel, wenn man euch nicht erreichen kann, ne? Das wisst ihr ja selber auch. Ach so. Ich verstehe Sie. Wie war Ihr Tag heute? Ja, ganz gut. Ich habe heute die Videos von dir geschnitten. Ach so. Welcher Channel? Was? Welcher Video? Na, die YouTube-Videos. YouTube-Videos. Und wie heißt Ihr Seite in YouTube? Ja, das verrate ich dir nicht. Ach so. Okay, okay, kein Problem. Ich kann finden. Gerald Steiner. Okay. Oh, Herr Gerald. Gerald. Steiner Sauer. Gerald Steiner Sauer. Sind Sie? Herr Gerald? Wo ist Herr Gerald? Gerald? Ist mein... ist nicht da. Also, welche Video haben Sie in YouTube? Ja, noch sind sie ja nicht online. Wann haben Sie diese Video gemacht? Heute oder wann? Heute habe ich erstmal geschnitten, ja. Aber wie heißt Ihr Plattform in YouTube? Ja, das werde ich dir nicht verraten. Musst du selbst rausfinden. Wollen Sie nicht mehr sagen? Warum darf ich fragen? Ja, du verrätst mir ja auch nicht, wie viele Leute du so am Tag bescheißt. Sag mir, ich sage dir auch. Also, ich habe hier eine Plattform Gerald Steiner Sauer, aber ich weiß nicht, wenn sie sind oder ne. Bist du oder ne, Herr Steiner? Okay. Ich muss nochmal so haben. Gerald Steiner. Gerald Steiner. Auch nicht. Hier geht nur eine Gerald Steiner Sauer. So, Sie können mir sagen, Ihre Plattform, Herr Steiner. Naja, auf YouTube. Das ist die Plattform. Ja. Ich suche auch jetzt. Auch gar nicht. And I love you so.
als seine. Ah. Wie heißt die Plattform? YouTube heißt die Plattform. Die Plattform ist YouTube und ihre Seite. Ja, die musst du rausfinden. Und so, ich kann, wie kann ich finden? Ich sehe nicht die Chance. So, kann mir sagen. Und ich will das Video. Jo. Sag mir. Nö. Also, wie heißt? Ihr müsst das selbst recherchieren, verrate ich dir nicht. Habe ich dir aber auch jetzt mehrfach schon gesagt. Wird langsam mal echt langweilig mit dir. Mach mal wieder was Interessantes. Na, etwas Interessantes. Hm. Oh, ich denke. Sehen Sie Fußball? Mhm. Auch nicht. Also, wir können sprechen für unser Deutsch. Unser Deutschland. Oder FC Bayern München. Oh, was sehen Sie, etwas Sport oder was machen Sie den ganzen Tag? YouTube-Videos schneiden. Nur YouTube-Videos? Mhm. Also warum machen Sie nicht beim TikTok? Oder wie heißt die neue App? Nicht so langweilig. Ich habe niemals gesehen, aber ich denke auch, die TikTok ist langweilig. Ist besser die YouTube. Also welche Video machen Sie mit... Zum Beispiel mit den Lyrics oder mit Foto, mit Bild, wie machen sie? Genau. Wie? Ja. Machen Video für zum Beispiel für einen Hund oder wie? Welche Video machen sie? Jo. Vio. Hm, Herr Gerold? Mhm. Wie sind Ihre Video? Wie die sind? Ja. Also, sind mit Katze oder mit Hund? Mhm. Ja, Herr Steiner. Mhm. Wie sind Ihre Videos, ich habe gefragt, oder wie heißt Ihre Seite in YouTube? Habe ich ja schon gesagt. Na, Sie haben mir nicht gesagt. Naja, eben, verrate ich halt auch nicht. Wie? Ich sagte, verrate ich nicht. Warum? Ja, darum. Aber Sie sind ein guter Mann. Mhm. Also, Sie müssen mir sagen. Und ich will sehr auch Ihre Video. Weil du bist mein neuer Freund. Ja, sag mir mal. Was machen Sie schon? Also, was machen Sie jetzt? Sind Sie zu Hause? Sind Sie geradeaus? Oder? Wie? Gefällen Sie die Blume? Was ist besser für Sie, Herr Steiner, eine Katze oder ein Hund? Was lieben Sie mehr? Das ist mir eigentlich egal. Herr Steiner? Mhm. Okay, ich bin da. Also, ich habe gefragt, welchen Sie gefällen mehr als eine Katze oder ein Hund? Keine Ahnung, ist mir egal. Ist dir egal, okay. Also für mich, ich denke, ist das ein Hund? Mhm. Oder eine... Was gefällt mir? Also ich weiß nicht. Ich denke, die Hund. Ja, ist besser. Elena gefällt auch die Hund wie mir. Mhm. Und Schwan. Hund und Schwan. Ich bin so langweilig heute. Ich bin so müde. Ich muss Auto fahren. Elena, heute ist nicht da. Sag mir etwas, Mann. Kannst du sagen? Hm. Sag mir etwas. Nee. Warum? Du bist langweilig heute. Ich bin ja zu viel, wirklich. Ich habe keine Lust. Hm.
Ja, dann geh doch nach Hause. Aber ich muss arbeiten. Meine Firma muss arbeiten. Ja, aber wenn du nach Hause gehst, hättest du doch Zeit, dir einen vernünftigen Job zu suchen. Nein, besser, wenn ich arbeite in Büro. Ja, gibt ja auch andere Bürojobs, die seriöser sind. Ach so, ja, wir sind seriös, aber ich muss hier sein. Hm. Ja, weil die Schreibe macht mich sehr gut manchmal, die Arbeit, wenn ich bin nicht. So. Es regnet. Oh. Meine Lena ist nicht da. Kurz Moment bitte, ich muss in die Toilette gehen. So, ich bin wieder da. Hast du dir die Hände gewaschen? Ich muss auch ein Auto trinken. Kann ich erklären die Trading? Ja, ja, erklär mal. Also, wo haben Sie mehr Interesse? Wo ich mehr Interesse dran hab? Also, wo? Dann ist die Leitung irgendwie weg. Was passiert? Keine Ahnung, du warst auf einmal weg. Na, also, ich habe gedacht, sie war weg. Herr Bock ist jetzt da, okay. Also, wo sind die mehr Interesse? Also in Trading. Krypto, Indizes. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also mit euch kann man ja da kein Geld machen. Bei euch kann man ja nur Geld, ja, reinstecken und dann kriegt man ja nichts mehr. Okay, es ist kein Problem. Also ich kann nur Informationen geben, wenn Sie wollen, nicht arbeiten mit uns. Ja, du kannst ja mal erzählen, wo das Geld hingeht, wenn man das bei euch überwiesen hat. Oder was ihr denn so macht mit den Opfern. Wenn ein Mann überwiesen bei uns. Was denn passiert? Es geht in die Plattform. Und dann mit der Plattform arbeitet die Broker und öffnen und schließen die Operation. Also, nee, das ist ja Quatsch. Ein paar Trading machen. Also wollen Sie probieren? Nö. Nee. Ich bin nicht so doof. Ich weiß ja nicht, wen du damit überzeugt kriegst, aber mich nicht. Aber ich denke, du bist ein guter Mann. Das denke ich auch, ja. Ich glaube, wo haben Sie mehr Interesse? Wo ich mehr Interesse dran habe? Ja, gute Frage. Ich habe die Antwort gegeben. Ja, bei euch kann man halt nichts, ja, kriegt man ja keinen Umsatz. Bei euch ist ja nur Minusgeschäft. Also, ich bin plus. Wissen Sie, wo ich habe Investition? In Shiba. Ja, ja, einen Shiba legt man bei uns im Krankenhaus und dann Arsch und dann kackt man da rein. Das ist bei uns ein Shiba. Kennen Sie Shiba Inu? Sie müssen suchen. Also, such mal Shiba Inu in Google. Sie können sehen. Also, können Sie bitte beim Krypto sehen, das ist Moment in welche. Tja. Die muss ganz schön langweilig sein, bei euch ruft wohl keiner mehr an, wa? Oder gibt keiner mehr seine Daten ein gerade? Gut, und Shiba ist in Sitzern. Also, die erste Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano, Tether, XRP, Solana, Polkadot, USD Coin, Dogecoin, Uniswap, Terra, Binance, USD, Avalanche,
Bitcoin, Rapid Bitcoin und Shiba Inu. Es ist schon 0,4 mal 0. Also für 7 Tage, es ist plus 17,83%. Und für heute ist plus 0,49%. Also zum Beispiel, wenn Sie wollen. Was? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich von dir mittlerweile echt gelangweilt bin. Nein, ich bin nicht mehr langweilig. Jetzt, ich bin okay. Also, Herr Kapfer. Sie sind heute wirklich mal langweilig. Also ich weiß nicht, wenn Sie sind müde oder nicht. Jo. Ist besser, wenn ich gehe. Du kannst Montag wieder anrufen oder nehmen wir, sagen wir mal Dienstag. Aber warum Montag, morgen? Nee, Dienstag. Dienstag ab 12 Uhr ist wieder gut. Dienstag? Dienstag ab 12 Uhr. Um 12 Uhr? Ab 12 Uhr, ja. Ja, also... Ich will da morgen, übermorgen. Nee, da bin ich nicht da, da geht hier keiner ran. Ach so, wo gehen Sie? Ja, ich bin da nicht zu Hause. Ah, Sie sind nicht zu Hause. Gehen Sie erlauben, oder was? Oh, super. Wo gehen Sie? Bitte. In Stadt oder ein anderes Land? Vielleicht. Super. Also, ich denke, Sie müssen beim Italien gehen. Ja, da war ich erst. Ja, ist ein schöner Land. Also, danke schön für Ihre Zeit. Ich wünsche Sie einen schönen Tag. Bis Dienstag. Bis Dienstag. Hallo? Tja, da ist keiner zu hören. Herr Steiner, guten Morgen vor allem. Herr Steiner, ja? Jetzt geht's. Gerold Steiner, jawohl, also geht's. Es geht jetzt, okay. Also, was wichtige Sache angeht, ja, Herr Steiner? Sie haben nämlich vor 2 Tagen bei uns registriert, ja, auf unserem Plattform, Ruby Finanz heißt, ja, Trading-Plattform. Um zu handeln und das Geld zu verdienen. Sagen Sie mir bitte, also, wo Sie Hilfe bräuchten, weil ich Ihre Kontoberaterin bin, um Sie zu helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Wo soll ich Ihnen helfen? Na, Sie doch nicht. Oder wenn Sie möchten, dann können Sie auch, aber ich weiß nicht wie. Sie können mir helfen, wenn Sie jetzt mir antworten, ja, ob Sie bereit sind, mit uns zu handeln oder nicht. Herr Steiner, sind Sie bereit? Weiß ich nicht. Ja, wer weiß das? Sie sagen, weiß ich nicht. Okay, wer weiß das? Sie sollen bestimmte Antworten, ich verstehe, das ist zu schnell vielleicht, ja, mit der Antwort. Aber etwa mich orientieren, ob Sie dazu bereit sind oder nicht. Vielleicht probieren, erstmal ja, testen. Möchten Sie Geld, Herr Steiner? Wer möchte das nicht, ja? Herr Steiner, das klingt alles skeptisch bei Ihnen. Entschuldigung, sogar wie Sie atmen, ja? Total skeptisch. Sagen Sie etwas positiv. Ja, okay, versuchen wir, Frau Stern, machen wir. Ich habe einfach gute Laune, wissen Sie, Herr Steiner. Sie nicht, nein? Herr Steiner. Ich habe bis jetzt immer noch keine Antwort bekommen von Ihnen. Aber Sie sind schon eine nette Person, ich merke. Nur Sie sagen nichts. Was soll ich denn sagen? Herr Steiner, ob wir mit Ihnen versuchen schon also zusätzliches Einkommen zu verdienen. Für Sie vor allem, ja? Ich bekomme dafür nicht so große Provision. Aber Sie schon, wenn Sie anfangen. Herr Steiner, ehrlich gesagt. Wie hoch und wie viele denn? Ich bekomme nur 1%, ja, Provision.
von ihr in, zum Beispiel ihrem Handel, ja, und sie bekommen natürlich viel mehr. Es kann darin liegen, womit sie am besten handeln, ja, mit welchen Aktiven, aber was ich sie, wie gesagt, jetzt sicher sagen kann, ja, sogar behaupten, dass sie, also 30% von ihrer Investition bekommen sie schon innerhalb 3 Tagen, Herr Steiner. Ach so. So geht das. Und zum Beispiel, sobald sie ihr Handelskonto aktivieren, ja, bekommen Sie einen Analytiker von uns, sozusagen Finanzberater, ja? Die Person kennt Sie ganz gut aus, auf dem Finanzmarkt, ja? Und könnte mit Ihnen eine Strategie, also sozusagen einen Handelsplan aufzubauen, ja? Und Schritt für Schritt alles zeigen auf der Plattform, wie das läuft, wie Sie Ihre Rendite holen, ja, Profite, Herr Steiner. Was halten Sie davon? Hm. Klingt doch gut, oder? Interessant. Hm. Entschuldigung, aber ihre, aha, das ist ein bisschen, ich weiß nicht, was ich jetzt denken soll, ja, sind Sie bereit oder nicht, Herr Steiner? Also schon, oder? Jo. Aber nur ein Detail noch, ja, ist Ihnen schon bekannt, also bewusst, dass man bei uns von einem kleinem Kapital anstartet, ja, 250 Euro. Natürlich, manche Kunden machen ab 500 und 1000, aber so viel ich merke, wie sie jetzt eingestellt sind, ja, ich sage dann einfach, dass ab 250 Euro als minimale Summe könnten sie auch also beginnen, Herr Steiner. Was denken Sie? Ja. Ich hatte noch nie so einen Kunde bei mir, ganz ehrlich, wie Sie. Keine Ahnung, können Sie überhaupt sprechen, Herr Steiner? Oder Ihnen gefällt, wie ich spreche, ja, und Sie hören lieber. Ja. Und wie mache ich meine Arbeit, gut, Herr Steiner? Ja, ich bin gleich fertig. Entschuldigung, wie bitte? Ja, ich bin gleich fertig, ich schleudere mir gerade einen. Aha. Und womit sind Sie fertig? Womit? Abspritzen. Sie sind ein Blödmann, wirklich, Herr Steiner. Sie sind wie ein erwachsener Mann. Mhm. Aber wissen Sie, wie können Sie sowas also zulassen? Ich meine, mein Gott, sind Sie nicht von Ihrer Mutter etwa gut erzogen oder wie? Wie sprechen Sie also am Telefon, ja? Wenn jemand zuhört, sagt er, naja, Sie sind total, ich weiß nicht, durchgeknallter Typ, Herr Steiner. Ich wünsche Ihnen, wissen Sie was, ich wünsche Ihnen einfach, dass Sie einen guten Psychiater bekommen, ja? Dass Sie einfach behandeln. Also ich wäre jetzt fertig. Ich muss jetzt nur noch kurz die Hände waschen. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist für den Herrn Gerald Steiner, wollte ich gerne sprechen. Ist richtig, prima. Herr Steiner, schön, dass ich Sie erreiche. Ich melde mich hier von der Baugenossenschaft bei Ihnen. Mein Name ist Andreas Fuhr, wie Fagen, Herr Steiner. Und zwar ist so, dass wir uns bundesweit nochmal bei allen Arbeitnehmern melden, wegen der neuen Arbeitnehmer-Sparzulage. Also da gibt es auch für Sie erfreuliche Neuigkeiten. 20% gibt der Staat nochmal aufs Produktivsparen. Also Sie sind ja berufstätig, Herr Steiner, Sie gehen ja arbeiten. Ja, aber was hat das jetzt mit der Wohnungsbau irgendwas zu tun? Also das Produktivsparen, das kann man über die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft beantragen. Mhm. Also man kann vermögenswirksame Leistungen über die Bank machen, das werden Sie kennen, mit Bausparen. Das kriegen Sie mit 8,8% gefördert. Oder Sie gehen jetzt zur Versicherung, machen die Altersvorsorge. Das sind die Alternativen dazu, was schon länger gab, ne? Und jetzt ist es auch möglich, dass man über die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft, wie gesagt, das dritte noch nutzt. Das ist alles vermögenswirksame Leistung. Und hier gibt es 20%. Das kriegen Sie ja nicht von uns, kriegen Sie ja vom Finanzamt. Ne? Na, genau, das Sparsumme sind immer 40 Euro. Arbeitgeber übernimmt also den größten Teil davon. Es gibt auch welche, die alles übernehmen. Der Rest ist immer nur der Eigenanteil. Und auf 480 Euro im Jahr, wenn Sie ja das dann ins Jahr hochrechnen, kriegen Sie dann nochmal 20% vom Staat dazu. Also Sie profitieren quasi doppelt. Ne? Aha. Ja, genau, so kann man sich also nochmal was ansparen über den Arbeitgeber, wo also regelmäßig der Zuschuss von 20% dazu kommt. Ne? Ja, und von wem aus rufen Sie jetzt an?
von der deutschen Wohnungsbaugenossenschaft ist es ja. Also weil man kann als Arbeitnehmer das Produktivsparen können Sie über die deutsche Wohnungsbaugenossenschaft beantragen. Also wir sind keine Bank und keine Versicherung. Genau, und das ist ja nochmal Geld, was jedem zusteht. Sie sind ja auch Steuerzahler, wenn Sie sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Und so können Sie sich als Teil zurückholen vom Finanzamt. 20%, also das sind also knapp über 100 Euro, was nochmal draufgelegt wird. Man wird nicht reich, aber man hat dann schon immer mal Geld zur Verfügung, wo man dann auch regelmäßig drauf zugreifen kann. Man ist ja später froh, wenn man sich nochmal was auf der Seite gelegt hat. Und 20%, wo kriegen Sie das heutzutage? Und wo haben Sie meine Nummer her? Ja, also die Empfehlung, Herr Steiner, die kriegen wir über unseren Online-Portal. Es geht ja hier um eine staatliche Förderung. Und da haben jetzt hier verschiedene Wirtschaftsunternehmen sich auch bereit erklärt, über die Einverständniserklärung einzuholen. Das sind Unternehmen wie Mediamarkt, Otto, Amazon, was man so kennt, da haben sich online mal eingetragen bei einem Kooperationspartner. Ja, aber dass das illegal ist, wissen Sie. Nee, ist es nicht. Wieso soll das sein? Na, haben Sie schon mal was von einer Datenschutzgrundverordnung und von einem Double Opt-in gehört? Jeder Anrufer bei mir braucht ein Double Opt-in, um mich anzurufen, und das haben Sie nicht. Sie haben sich da registriert, Sie haben also die Einverständniserklärung. Nö, sonst die haben Sie nicht. Sonst würden wir nicht anrufen. Ja doch, Sie rufen mich gerade illegal an. Definitiv nicht. Doch. Aber ich möchte nicht mit Ihnen diskutieren. Ja, aber ich möchte mit Ihnen diskutieren. Sie rufen mich hier einfach an, ohne eine Erlaubnis dafür zu haben. Sie müssen mir übrigens ganz genau sagen können, wann und wo ich das gemacht habe, das Einverständnis. Ich bin jetzt zur Uhr, ich höre. Nein, ich kann Ihnen nur sagen, wo Sie es gemacht haben, das kann ich Ihnen genau sagen. Dann sagen Sie mir ganz genau, wo. Genau, und zwar war das hier bei, ich muss das buchstabieren, mir sagt das nichts, D-I-M. D-E-M. Also Dora Emil Martha Cesar Dora. Punkt. Dann kommt ein Ludwig Ulrich, ein Norbert Cesar Heinrich Friedrich Otto Richard Friedrich. Ja, also F. Friedrich Richard, nochmal zweimal Emil. Also sehr langes Wort, was mir eigentlich jetzt gar nichts gesagt, ne? Das klingt schon illegal und sagt noch überhaupt nichts. Definitiv nicht. Ja, welche Seite ist denn das? Sie müssen verpflichtend laut der Datenschutzgrundverordnung mir ganz genau sagen können, woher das kommt. Und das ist ja hier keine Adresse, das ist ja nichts. Das ist eine E-Mail-Adresse, eine Internetseite, wo Sie sich eingetragen haben. Also dimcesardora.lunchforeeno. Wahnsinn, REE und dann? For you steht hinten .com. Und da haben Sie sich eingetragen, definitiv. Nö, definitiv nicht. Ja. Ganz sicher nicht. Also, liegt hier vor. Nee. Also, aber Sie dürfen mich nicht anrufen. Sie haben kein Double Opt-in. Also, wie gesagt, Herr Steiner, das liegt vor. Und ich kann, was ich veranlassen kann, ist, dass ich Sie rausnehme. Wenn Sie das nicht möchten, von uns angerufen werden. Ich möchte gerne mal den genauen Firmensitz, wo Sie sitzen. Das kann ich Ihnen geben, das ist auch kein Problem. Das ist hier die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft. Die DWG wird das abgekürzt. Weiter. Deutsche, haben Sie das notiert? Genau, wir sind in Großwallstadt. Ja, Straße? So, warten Sie mal. Ja, Ihre Straße, wo Ihr Callcenter ist, möchte ich gerne wissen. Ach so, okay, warten Sie, also sorry. Sorry, Mann, kann ich Ihnen auch sagen? Nein, also, Moment. Das ist der Seeblick. Ja, musst du jetzt schnell selber googeln, oder was? Nein, da klingelt irgendwas bei Ihnen, glaube ich. Nein, ich habe das... Ja, ich rufe die Rufnummer gerade zurück. Zumindest rufen Sie schon mal mit einer gespooften Rufnummer an, die dann wahrscheinlich bei denen auch landen wird. Fragen wir mal, ob die Sie kennen. Selbstverständlich kennen. Aha. Danke. Ja gut, so kann man das natürlich auch machen. Das ist im Übrigen auch Betrug. Das darf gar nicht passieren. Ja, dass da aufgelegt wird. Sie rufen von einem Betrügerverein an.
Definitiv nicht. Ja, aber doch, definitiv. Sie sind Betrüger und nichts anderes. Das ist illegal, was Sie hier machen. Sie rufen mich mit einem Cold-Call an. Sie haben keine Erlaubnis, mich anzurufen. Und Sie können mir auch nicht vernünftig schildern, wo Sie meine Daten her haben. Das ist illegal. Ich habe Ihnen das vorgelesen. Ja, ist ja schön, was Sie da vorlesen. Aber nur, weil es da bei Ihnen steht, heißt es noch lange nicht, dass das legal ist. Sie brauchen ein Double Opt-in. Das bedeutet, ich muss zweimal bestätigen, dass Sie mich anrufen dürfen. Einmal über das Online-Formular, wo ich mich eingetragen habe. Dann muss mein Telefon klingeln und dann gebe ich die PIN ein, die ich da, dort bekommen habe. Und dann dürfen nur Sie mich darüber anrufen und keine anderen. Eine Sammelfreigabe ist in Deutschland rechtlich nicht erlaubt. Okay, ja gut. Also wie gesagt, ich kann nicht mehr für Sie tun. Also es ist definitiv, würden wir Sie nicht anrufen, wenn wir es nicht dürfen. Ja, Sie dürfen es definitiv nicht. Das ist illegal, was Sie hier machen. Ich meine, ich habe Ihnen gesagt, von wo wir anrufen. Nö, das haben Sie nicht gesagt. Gar nicht. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir von der Deutschen Wohnungsbaugenossenschaft anrufen. Ja, Sie dürfen aber mich nicht einfach so anrufen. Darum geht es. Sie haben keine Erlaubnis, aus dieser Nummer anzurufen. Das ist illegal, der Anruf. Nein, er ist er nicht. Ich will diskutieren nicht Sie da nicht mit mir. Es ist illegal. Soll ich Ihnen mal noch was sagen? Denjenigen, den Sie da versuchen zu erreichen, die Person gibt es gar nicht. Die Rufnummer ist nur dafür da, um genau solche Maschen von Ihnen aufzudecken. Das heißt, ich habe bewusst die Nummer angegeben, aber nicht auf der Seite, wo Sie mir gerade gesagt haben, sondern auf einer ganz anderen Webseite. Und damit kann ich 1a nachvollziehen, dass Sie definitiv illegal anrufen. Denn diese Domain, die Sie mir genannt haben, die existiert in meinem Portfolio nicht. Das heißt, Sie haben den Datensatz illegal aufgekauft. Alleine also, dieser Anruf auf dieser Leitung hier beweist, dass Sie ein Betrüger sind. Denn nur Betrüger können auf dieser Rufnummer anrufen. Die Rufnummer ist nur für diesen Zweck erschaffen. Dann hat diese Person eine verkehrte Nummer angegeben. Warum soll man das ein Betrüger sein? Ich verstehe es nicht so ganz. Selbst wenn Sie es jetzt nicht sind, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ne? Na aber doch, egal, das sind Sie definitiv. Und ich werde auch definitiv alle Menschen in Deutschland darüber aufklären. Das Ganze hier landet auf YouTube. Okay. Alles klar, Herr Steiner. Steiner heißen Sie ja gar nicht. Ne? Wie heißen Sie denn nochmal? Ja, das spielt ja keine Rolle, wie ich heiße. Aber der ganze Charakter ist erfunden und das zeigt mir, dass Sie hier illegal anrufen. Ja, okay, aber das ist definitiv nicht so, mehr kann ich es nicht sagen. Es ist definitiv so, das kann ich Ihnen sagen, weil die Leitung ist nur dafür da, damit mich hier Betrüger anrufen. Okay, gut. Kann ich noch irgendwas für Sie tun? Ja, Ihren Job wechseln und was Vernünftiges machen, ohne die Leute abzuziehen. Das ist nicht unsere Absicht. Tja, scheinbar schon. Sonst würden Sie bei mir hier nicht anrufen. Das habe ich Ihnen ja schon erklärt. Sie kommen da gar nicht raus aus der Nummer. Sie sind ein Betrüger und ein Abzocker, mehr nicht. Sie haben den Datensatz illegal aufgekauft. Also wie gesagt, okay, ich kann also jetzt leider nicht mehr für Sie tun. Ne? Tut mir leid, wenn Sie das so sehen, aber... Ja, ich sehe es nicht so, ich weiß es. Das ist ein Fakt. Nicht, na, aber definitiv, es ist doch eine extra Rufnummer nur dafür. Das heißt, Sie können sich da so viel rausreden, wie Sie wollen. Der Anruf ist illegal, weil die Rufnummer extra dafür geschaffen ist. Sie landen auf YouTube. Okay, wenn Sie da jetzt Ihre Freude dran haben, dann machen Sie das. Ja, das würde ich auch. Okay, alles klar. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Ne? Dankeschön. Ja, ich Ihnen nicht. Suchen Sie sich mal einen anständigen Job. Ja, hallo, Herr Stein. Aha. Ich darf mir leise über verraten. Wie geht es Ihnen heute? Alles gut bei Ihnen? Nö, eigentlich nicht. Wieso? Wieso nicht? Was ist passiert? Sag ich nicht. Ah, okay. Hoffentlich nicht wegen Coronavirus, oder? Hä, was? Hoffentlich nicht wegen Coronavirus. Och, nö. Gott sei Dank. Herr Stein, es ist sehr, sehr laut bei Ihnen. Darf ich Sie fragen, wo Sie gerade sind? Bei mir ist es laut. Bei Ihnen ist es laut in der Leitung. Nicht bei mir. Bei Ihnen ist er laut eigentlich. Nö, bei mir ist nicht laut. Okay, sind Sie momentan zu Hause? Ja. Sehr schön. Herr Stein, ich rufe Sie wegen der Rückfrage und auch den Informationen. Können Sie sich erinnern? Mhm. Kein Problem. Ich bin mir sehr sicher, Sie wissen schon, was Onlinehandel ist, oder? Ja, wenn ich hier bei eBay was verkaufe oder bei Amazon was kaufe. Nein, es ist über Krypto, Forex, Aktien, Bitcoins und so weiter. Ja? Ach so.
Ja. Haben Sie Erfahrung bis jetzt gehabt, Herr Stein, oder noch nicht? Gar nicht. Aber Sie haben davon etwas gehört oder etwas gelesen, genau, oder? Ja, ich habe das im Radio mal gelesen, ja. Sehr schön. Wir sind eigentlich die Zetra-Börse hier in Deutschland. Wir arbeiten mit einer Plattform, das ist lizenziert unter die BaFin. Mhm. Okay? Für Ihnen das leichter zu machen, ich möchte gerne Ihnen die Plattform vorstellen, damit Sie besser mit Ihren eigenen Augen schauen. Aber Sie haben gesagt, dass Sie sind zu Hause. Was benutzen Sie zu Hause mit Internet? Ein Computer oder so einen Laptop? Ja, da habe ich alles da, ja. Okay, gehen Sie von Ihrem Laptop in Google und schreiben Sie dort A wie Anton. Aber mit dem Laptop würde jetzt eine Weile dauern, den muss ich erst hochfahren. Den Computer habe ich schon an. Okay, dann gehen Sie in Ihren Computer, ist kein Problem. Moment. So, und jetzt soll ich hier Internet aufmachen, oder was? Ja, Google. Okay, dann mache ich Google auf, gleich Moment. Alles klar, nehmen Sie Ihre Zeit, ist kein Problem. In die schwitzen Zeiten, ich möchte gerne wissen, Herr Stein, wie alt sind Sie, weil Sie hören sich sehr, sehr jung aus. Komplimente. Ja, und wie alt sind Sie? 48 eigentlich. Ach so. Und Sie? Ich bin 29. Ah, 29? Ja, meistens. Wow, Sie sind noch jung. Und Sie arbeiten, oder? Ja, manchmal. Manchmal. Freut mich sehr. Also, sagen Sie mir, wenn Sie im Google sind, in die Suchleiste. Ja, Moment. Okay. So, jetzt bin ich hier bei Google, ja? Schreiben Sie dort ainvesting.eu. Wie schreibt Soll man das? Soll ich mit dem buchstabieren? A wie Anton. I wie Ida. N wie Nordpol. V wie Victor. Ja. E wie Emil. S wie Sebastian. T wie Theodor. I wie Ida. Ja. N wie Nordpol. G wie Gustav. Punkt EU. E wie Emma, O wie Ulrich. Haben Sie die Plattform gefunden? Ja, jetzt sucht ihr Google erstmal. Okay. Dann sagen Sie mir, was sehen Sie dort? Können Sie ein bisschen für mich lesen? Also ainvesting.eu zusammen. Ja, ich muss mich mal kurz aus einem anderen Land einwählen. Alles klar. Herr Stein, Sie haben gesagt, dass Sie arbeiten manchmal, ja? Darf ich Sie fragen, was sind Sie beruflich? Ja, ab und zu gehe ich mal auf den Strich. Ah, okay. Und wie läuft soweit Ihre Arbeit? Alles gut bei Ihnen? Ja, ja. Meistens alles ganz sauber. So. 2 Meter. Dann, jetzt habe ich hier die Google-Suchergebnisse, ja? Sehr schön. Also ainvesting.eu. Ja, und wo soll ich da jetzt draufdrücken? Klicken Sie Enter und suchen Sie die Plattform. Lesen Sie etwas für mich, was steht dort? Weil ich muss wissen, ob Sie in die richtige Plattform sind. Hier steht viel auf Russisch. Wie bitte? Hier steht ganz viel auf Russisch. Russisch? Sind Sie sicher? Ja, ich sehe es ja hier. Also zumindest sind es irgendwelche kyrillischen Zeichen. Okay, in Ihrer linken Seite dort steht da Investing, Anmelden, Login und dann auch die Sprache. Das dort können Sie die Sprache auf Deutsch machen. Nee, ich bin ja immer noch auf Google. Okay, in die Suchleiste, Herr Stein. Ja, in der Suchleiste habe ich das eingegeben, was ich eingeben sollte. Und dann komme ich auf die Google-Suchergebnisse. Okay, ganz, ganz oben. Ja, im Google. Ja. Okay, können Sie für mich buchstabieren, was haben Sie dort geschrieben? Na, ainvesting.eu. Und das ist auf Russisch. Na, hier ist zumindest viel, was mit Russland zu tun hat, ja, bei den Suchergebnissen. Naja, es ist eigentlich auf Deutsch und dort handeln Sie die Finanzmärkte auf unsere
und so weiter. Haben Sie das gesehen? Hm. Rufen Sie aus Russland so an. Weißen. Wie bitte? Nein, nein. Nee. Herr Stein, diese Plattform ist unter die BaFin lizenziert und reguliert. Sie haben bestimmt über die BaFin gehört, die Organisation, ja? Ja, da gehe ich mal gucken. Warten Sie mal, ich mache mal die Webseite von der BaFin auf. Alles klar. Ich werde Ihnen auch die Nummer geben. Also die ID, kein Problem, okay? Ja, klar, Moment. Okay. Vielleicht haben Sie auch einen Fehler gemacht, weiß ich nicht. Nö, ich mache keine Fehler. So, Im Einwissen ganz, ja. Ja, wie ist denn jetzt die Nummer, die ich bei der BaFin suchen soll? 101 52 992 991. Genau. Und da sind Sie mit der Nummer bei der BaFin reguliert? Sehr schön, ja. Aha. Also, auch in die Plattform, die A-Investing, da kommt aber, das kein Ergebnis. Also die Nummer ist bei der BaFin nicht registriert. Okay, Herr Stein. Wie ich Ihnen gesagt habe, in die Plattform, in die linke Seite, dort können Sie die Sprache auf Deutsch anmachen. Ja, darum geht's doch jetzt gerade gar nicht. Sie hatten mir doch gesagt, ich kann Ihre Nummer auf der BaFin suchen oder bei der BaFin-Webseite. Und ich bin jetzt auf der BaFin-Webseite und habe Ihre Nummer da eingegeben, die Sie mir gesagt haben. Aber damit kommt kein Ergebnis. Also Sie existieren bei der BaFin gar nicht. Die BaFin-ID? Eigentlich schon. Mhm. Okay, wir machen dann so. Ich werde für Ihnen einen Gefallen machen, Herr Stein. Aha. Okay? Wie ich schon gesagt habe, ich habe auch die Spezialistin im Büro in dieser Woche frei. Okay, sie ist auch eine Dame, aber sie kann besser als ich besser weiter erklären über die Plattform und dass es ist registriert im BaFin. Okay? Ja, aber ich sehe sie ja nicht bei BaFin. Ich habe ja gerade danach gesucht. Okay, sie wird Ihnen alles besser weiter besser als ich erklären, okay? Ach so, also jetzt kommt jemand Intelligentes noch, oder wie? 6 Brain. Okay, ich werde Ihnen sofort jetzt weiterleiten. Warten Sie kurz 2 Sekunden. Aha. Jetzt kommt dann also die Person aus dem Hintergrund. Mhm. Mit Musik. Ist ja auch neu. Hallo? Ja? Einen schönen guten Tag, Herr Stein. Nina Clark am Apparat. Wie geht es Ihnen heute? Ja, das hatten wir ja schon. Alles aber gut bei Ihnen? Ja, wir sind jetzt hier bei BaFin und da ist nichts zu finden. Ja, bitte? Bei der BaFin sind Sie nicht zu finden. Was meinen Sie damit? Ja, man kann ja nach einem Unternehmen bei der BaFin suchen. Ja, okay, warten Sie. Ich werde Ihnen alle zeigen, wo Sie das sehen können. Sie sind von... Haben Sie mir einen Lautsprecher gemacht? Nee. Der war schon die ganze Zeit an. Weil ich kann meine Stimme hören, das wiederholt sich. Ja, bei Ihnen ist aber auch eh sehr laut. Herr Stein. Okay. Herr Stein, Sie sind von Einvesting, korrekt? Was soll das heißen? Lieber Herr, Einvesting ist die eigentragende Marke von Optan Limited. Das bedeutet, die Muttername dieses Firmas war Optan Limited. LTD bedeutet das. Es ist der Name vor 5 Jahren, sagen wir. Ja, 5 Jahren. Es war Optan Limited. Und natürlich vor 5 Jahren vorher, die Firma war unter BaFin registriert. Ja, und die Dann Nummer? Dann schauen Sie das mit... Okay. Gehen Sie in Investing bitte noch einmal. Ja, ich bin jetzt hier auf der BaFin-Webseite. Dann sagen Sie mir mal die Nummer, womit ich Sie da suchen kann. 9 Sekunden bitte. Okay. Die BaFin-Identitätsnummer brauchen Sie, korrekt? Ja, genau. Es ist 10. Ja. 15. 15. 2991. 2991. So. Und wenn ich jetzt nach der Nummer suche, dann kommt keine Ergebnisse gefunden. Optan Limited, kommt es? Nee, da kommt gar nichts. Ist alles nicht vorhanden. Ah, es kann nicht stimmen. Naja doch, ich hab's ja hier eingegeben. Ich hab's ja direkt vor mir. Da stimmt wohl die Nummer nicht, die ich weiß nicht, weil es ist registriert unter BaFin zu sein. Ja gut, aber ihr habt jetzt hier mit BaFin selber angefangen, dann müsst ihr da auch dem eigenen Quatsch irgendwie standhalten. Und das könnt ihr ja scheinbar nicht.
9 Sekundchen. 1-0. Mal davon abgesehen, auf eurer Webseite steht auch nichts mit Regularien. Ah, kommen Sie schon, Sie haben das nicht sehr gut durchgesucht. Denn natürlich können Sie das sehr gut finden. Ja, hier ist ja nichts. Es steht ja auf Ihrer Webseite überhaupt nichts. Sie sind von Investing. Ja, auf der Webseite bin ich auch, ja. Ja, da wo steht, in der linken Seite, über uns. Auf der linken Seite über uns, da, ja, genau. Hm? Okay, klicken Sie über uns, bitte. Ja. Was kommt jetzt? Ja, jetzt habe ich hier die Seite über uns, mit so komischen Leuten im Hintergrund und ein paar Gebäude. Da sind nicht komische Leute, kommen Sie schon. Scrollen Sie nur ein kleines bisschen nach unten. Ja. Da haben Sie mit blau geschrieben, Liste der Vorschriften und Registrierungen. Ja, dazu hätte ich nicht scrollen brauchen, aber ja. Soll ich da draufklicken? Sehen Sie Liste der Vorschriften, ja? Na, soll ich da draufdrücken auf den blauen Link? Ja. Ja, mach ja. Ich. So, jetzt habe ich was hier jetzt? Regulierung und Registrierung, ja? Sehen Sie, wo steht Optren Limited? LTD. Ja, das ist richtig. LTD ist ja eine Ja, das ist die eigentragende Marke von A-Investing. Wenn Sie kein Problem damit haben, Sie sollen das immer wissen. Sagen wir, wenn Sie eine Überweisung senden, dann natürlich dort mit dem Namen Optren Limited schauen, weil das ist die Muttername, die wir haben. Ja, das hier spielt haben keine Sie alle Rolle. Die folgenden Länder, die diese Firma zugelassen ist. Sehen Sie den fünften Punkt? Ja, wo seid ihr denn jetzt Republic reguliert? Republic of Germany? Ja, nee, ja, aber hier ist ja nichts mit BaFin. Hier steht ja nichts mit BaFin. Ach, kommen Sie schon. Sehen Sie da, wo steht Registrierungen? Ja. Der erste Punkt ist Lithuania. Ja. Dann ist Latvia, ja. Estonia, Italien, dann ist Republic of Germany. Ach, das ist BaFin, ja. Und die Nummer? Klicken Sie in BaFin. Ja. Klicken Sie in BaFin. Klicke ich mal drauf. Ja, aber das ist ja nicht eure Webseite. Ja. Was meinen Sie damit? Das ist ja nicht eure Webseite, die hier registriert ist. Optren Limited, LTD. Ja, aber das ist ja nicht die Firma, von der ihr anruft. Oh, sagen Sie mir, haben Sie mir überhaupt verstanden oder nicht? Ja, schon. Ich verstehe das. Ich habe Ihnen dreimal das wiederholt. Wie gesagt, ich habe das ja verstanden. Ich bin jetzt auf der BaFin-Webseite und habe das auch gesehen. Aber die Firma seid ja nicht ihr, die hier hinterlegt ist. Nein. Sehen Sie da, wo steht 2018, die Daten, wo diese Firma schon das erste Mal dort registriert war? Ja, das sehe ich hier, ja. Sehr schön. Das ist Optrend LTD. Aha. Vor 5 Jahren war die Name von dieser Firma A-Investing. Ja, aber warum habt ihr denn das bei der BaFin nicht geändert? Das ist ja Pflicht, das aktuell zu halten. Weil es hat noch die Registration von BaFin. Naja, ich würde das eher anders sagen. Nein, weil alle Firmen benutzen die Muttername. Mhm. Ja, aber ja. Wenn Sie auch eine Zahlung senden möchten, natürlich, das wird die Name des begünstigen Optrend Limited schauen, LTD. Mhm. Und warum habt ihr denn eine andere Domain? Das ist ja gar nicht seriös. Weil, wenn Sie das in Google suchen, Sie suchen das mit A-Investing. Es ist klar. Aber alle ja, weitere das machen ist klar. Die Namen. Es ist aber Vorschrift, dass euer Name bei der BaFin auftaucht, nicht irgendein anderer Name. Ansonsten ist das illegal. Ihr benutzt diese Firma, wieso verstehen Sie das nicht? Ihr benutzt, na, ich verstehe das schon, ihr seid nicht diese Firma. Ich arbeite zusammen mit dieser Plattform. Ja. Ich arbeite zusammen. Das ist Betrug, was ihr macht. Das ist illegal. Ihr seid Betrüger und Abzocker. Was für Betrug, bitte? Naja. Lassen Sie mal auf, was ihr sagen. Ja, na, ich passe schon auf, was ich sage, aber ihr passt halt nicht auf, was Nein, ihr sagt, weil... Du weißt schon, dass du, jetzt quatsch doch nicht immer dazwischen. Du weißt schon, dass du nach deutschem Recht dich, wenn du Leute am Telefon betrügst. Jetzt hör doch mal zu. Nein, jetzt hör doch mal zu. Jetzt mach mal einen Schnabel zu. Jetzt bin ich erstmal dran hier. Du hast die ganze Zeit genug gelabert. So. Nach deutschem Recht machst du dich selbst mitstrafbar. Du bist selbst dafür belangbar, wenn du Leute am Telefon betrügst und abzockst. Das ist keine seriöse Arbeit, was du da machst. Was meinen Sie damit? Ja, ich sage, dass ihr Betrüger seid. Ich zeige Ihnen alles. Nein, ich weiß nicht, in welcher Sprache ich mit Ihnen sprechen soll. Ja, Deutsch wäre ganz gut. Deutsch wäre ganz gut, aber Sie verstehen mich nicht trotzdem.
Ja, das liegt wahrscheinlich dann an eurem Akzent. Aber das Problem ist, ja, hör doch mal zu, das Problem ist, du musst bei der BaFin mit A-Investing registriert sein, nicht mit einem anderen Namen. Das ist der gleiche Name, wieso verstehen Sie das nicht? Na, ist es doch nicht, da steht doch ein anderer Name. Es ist Optan Limited. Das steht da aber nicht. Das steht da nicht. Ja, wenn Sie noch einmal in A-Investing gehen, da werden Sie selber sehen. Ich werde Ihnen das zeigen. Warten Sie. Ihr arbeitet auf jeden Fall illegal. Das steht fest. Okay. Ihr seid nichts anderes als Betrüger und Abzocker. Und das auch noch ziemlich schlecht. Ach so, wieso machen Sie weiter mit mir dann? Naja, dann kann ich ja noch ein bisschen Zeit verbrauchen. Also, Lady, wenn man eine Frage stellt, muss man auch Zeit zum Antworten geben, sonst wird es nichts. So, die Frage war, wieso bleibe ich noch am Telefon? Die Antwort dazu ist, umso mehr Zeit du mit mir verbrauchst, umso weniger kannst du andere Leute betrügen. Das ist die Antwort. Schauen Sie, allerseits wissen Sie der Abzocker, denke ich, weil Sie stellen zu viele sehr komplizierte Fragen. Ach, das sind unseriöse Fragen, wo ihr reguliert seid. Ah, okay. Gut, das ist natürlich dann mein Fehler. Dass ich da noch natürlich einen Anspruch habe, nicht mein Geld zu verlieren, das interessiert natürlich nicht. Richtig. Oh, großer Gott. Gehen Sie in ein Investing, bitte? Ich bin auf eurer Webseite, auf dem Betrügerschuppen hier, ja. So, und bei der BaFin seid ihr nicht registriert. Ihr seid nicht bei der BaFin registriert. Da oben in der linken Seite, da steht Investing. Sehen Sie? Ja. Klicken Sie drauf. Habe ich. Jetzt, ich möchte, dass Sie ganz, ganz, ganz unten scrollen bis am Ende. Bin ich. Darum steht, kontaktieren Sie uns, korrekt? Ja, da ist, warte mal, was, wo soll ich drauf hier? Kontaktieren Sie uns, ja, da ist eine Telefonnummer. Ja, warten Sie. Dann unten haben Sie, A-Investing ist eine eigentragende Marke von Opcent LTD, die von der bulgarischen Finanzaufsichtskommission mit der Lizenznummer autorisiert, lizenziert und reguliert war. A-Investing unterlegt der aufsichtlichen Bestimmung einfach mit MiFID. MiFID ist unter BaFin. Sie wissen das. Hoffentlich. Ja gut, aber nur weil das da jetzt steht, heißt es noch lange nicht, dass es ja echt ist. Weil bei der BaFin finde ich euch ja nicht. Also spricht ja dafür, dass es nicht echt ist. Das nächste, was da noch dafür spricht, dass das nicht echt ist. Man kann eure Nummer auch nicht zurückrufen. Haben Sie im BaFin gesehen, Unternehmen, Opcent LTD? Nee, das steht da gar nicht drunter. Haben Sie ein E-Mail, damit ich Ihnen das per E-Mail senden kann? Das brauche ich nicht per E-Mail, wir sind ja jetzt hier am Telefon. Da, wo steht über uns. Ja. Sie haben drauf geklickt. Sie haben dann bis zu davor gesehen und gedrückt. Da war ich ja schon auf der Seite über uns. Dann haben Sie Liste der Vorschriften und Registrierungen gedrückt. Ja. Da haben Sie die Lizenz, die Registration gesehen. Weißt du, das ist aber schon interessant, ne? Selbst die Telefonnummer von eurer Webseite funktioniert nicht. Also mal ganz davon abgesehen, dass die Rufnummer, mit der du mich hier anrufst, nicht funktioniert. Die Rufnummer auf der Webseite selbst funktioniert auch nicht. Die plus 359 Webseite aus dem Ausland. Auch diese Rufnummer existiert gar nicht. Das heißt, alles, was da steht an Text... Es ist in Bulgarien. Ja, funktioniert aber nicht die Telefonnummer, wenn ich die anrufe. Warten Sie. Das ist alles Betrug hier auf der Webseite. Nichts von dem, was da geschrieben ist, stimmt. Nicht mal die Telefonnummer, wo steht, kontaktieren Sie uns. Wenn ich diese Telefonnummer abtippe in mein Telefon und diese Nummer wähle, dann kommt kein Anschluss unter dieser Nummer. Schauen Sie, wir benutzen eine Applikation, wo wir Leute nicht von Deutschland, nur von Deutschland, sondern auch von Österreich und auch der Schweiz anrufen. Ja. Es ist ein bisschen natürlich teuer. Deswegen benutzen wir die Applikation OVID. Aber wenn Sie mir persönlich kontaktieren möchten, natürlich kann ich Ihnen meine Nummer geben. Ja, hier steht ja eine Telefonnummer auf der Webseite und die Nummer von der Webseite habe ich gerade in mein Telefon eingegeben. Das ist die Nummer von A-Investing. Ja.
Geht ich aber nicht. Ich arbeite zusammen mit dieser Plattform. Ich bin in Partnership mit dieser Plattform, lieber Herr. Ja, ist ja alles okay. Ist doch, ich verstehe das schon. Aber die Telefonnummer, die bei euch auf der Webseite steht, die funktioniert nicht. Die existiert nicht. Die Telefonnummer. Es existiert doch. Nee, ich hab's ja gerade gewählt. Nur 3-4. Ich hab diese Nummer gerade gewählt. Die geht nicht. Man kann euch nicht mal anrufen, wenn man hier sein Geld eingezahlt hat. Das ist alles Betrug. Natürlich existiert. Was meinen Sie? Wie haben Sie das gedrückt? Ja, so wie die Nummer da steht. Ich brauche hier bloß bei mir auf dem Display draufdrücken. Plus 3, 5, 9, 2, 4, ja, 9. Genau, und die geht 8. nicht. Diese Telefonnummer existiert nicht. Die geht nicht. Die kann man nicht wählen. Wir lügen doch, weil es geht schon. Sie haben das überhaupt nicht versucht. Na doch, haben Sie ja gerade gehört. Hat man ja im Hintergrund Tuten hören. Nein, ich habe nichts gehört. Na warten Sie, dann gebe ich die jetzt hier nochmal ein. So, die 4, 9, Ah, Sie geben eine falsche Nummer. Ich bin 100% sicher. 4, 9, 7. So, jetzt wählen wir nochmal die Nummer von der Webseite und dann gucken wir mal, was da kommt. Die Rufnummer ist ungültig. Aha, komisch. Kann man eure Webseitenrufnummer nicht anrufen? Vielleicht gibt es, weil Sie in Deutschland leben? Nee, oder das hat damit nichts zu tun. Nee. Oder Sie haben die Nummer falsch getippt. Ich habe die nicht falsch getippt. Lady, ich habe Ihnen doch gerade, ich habe Ihnen doch gerade erklärt, ich brauche nur mit meiner Maus auf diese Rufnummer draufdrücken und dann wählt mein Festnetztelefon. Ich kann gar keine Nummer falsch eingeben, weil das automatisch ins Telefon kopiert wird. Ich habe ja auch ein Telefonsystem, so wie ihr. Man braucht da nur draufdrücken und dann wählt es. Und ich brauche nicht mal den Hörer dazu abnehmen, es ist gleich auf Lautsprecher. So, und das geht nicht, die Nummer existiert nicht. Hallo. Hm? Guten Tag, spreche ich mit Herr Klaus Thaler, ja? Ja, der ist am Apparat, der Herr Klaus Thaler. Hannemann spricht am Apparat. Wie ist Ihr Name? Hannemannis, Herr Thaler. Hannemannis. Also Mannis, ja genau. Ja, okay. Also Sie haben auf unsere Werbung beim Tesla App Interesse geäußert? Nee, das heißt nur Tesla, nicht Tesla API. Das heißt Tesla. Weil das mit dem API, das fällt sonst auf, wenn ihr das immer sagt. Also Tesla? Ja, nur Tesla sagt man dazu, ja. Okay. Weil das API bedeutet eigentlich sowas wie eine Schnittstelle. Also da habt ihr die Daten gerade illegal abgesaugt. Warum denn? So, weiß ich ja nicht, warum ihr sowas macht. Also haben Sie irgendwelche Erfahrung, Herr Thaler, auf dem Finanzmarkt mit Onlinehandel Geld zu verdienen? Auf dem Finanzmarkt mit Onlinehandel Geld zu verdienen. Ja, ich sag mal, verdienen weniger. Ich meine, meistens kaufe ich halt bei Amazon. Ich meine, gut, eBay und so, da hat man halt die Erfahrung, ne? Aber ansonsten eigentlich eher nicht so. Also nur was jetzt so mit den eBay-Geschäften ist, da habe ich auf dem Finanzmarkt schon mit Erfahrung. Auch mit Handeln und so, da muss man ja manchmal den Preis ein bisschen drücken. Das hat ja auch was mit Geldgeschäften zu tun, ne? Aber beim CFD-Plattform haben Sie noch nie gehandelt, ja? Nee, mögen Sie eigentlich Bier? Also ich erkläre dann, also bei uns geht es um CFD-Plattform. Eine CFD. Ja, also genau. Hm. Also Preis von Differenz. Ja, das klingt gut. Hm? Also das bedeutet, dass Sie können sowohl mit steigenden als auch mit fallenden Preisen profitieren, ja? Wohin fallen die? Also mit fallenden und mit steigenden auch. Und wo fallen die hin? Also, bitte? Wo fallen die hin? Sowohl mit steigenden als auch mit fallenden. Und wo fallen die hin? Ich verstehe gar nicht. Also, ich höre alle Akustik sehr schlecht am Anfang. Sie haben Lautsprecher eingeschaltet und ich höre meine Stimme also wieder. Ja, den Lautsprecher, den müssen wir anmachen, weil sonst höre ich Sie so schlecht. Und dann klappt das sonst mit der Aufnahme nicht richtig. Herr Thaler. Ja? Aber wenn Sie zum Beispiel bei uns anfangen, ja, also ich erkläre, welche Angebote Sie bei uns bekommen können. Aha. Okay? Ja. Also, weil Sie keine Erfahrung haben, wir geben Ihnen am Anfang 2 Testwochen. Das bedeutet,
Sie können uns innerhalb 2 Wochen testen mit unseren Dienstleistungen, mit unseren Profit, mit unseren, also Sie können uns bei uns einzahlen, auszahlen, ausprobieren und danach entscheiden. Also Sie haben diese 2 Wochen mit Ihr Geld Zurückgarantie. Also das bedeutet, Sie können jederzeit auszahlen, wenn es Ihnen nicht gefällt. Ach so, bei dann würde ich als erstes, dann würde ich als erstes das mal mit der Auszahlung probieren, ja. Ja, okay. Und zweitens, Sie bekommen von unserer Seite ein vollautomatisches Software, das bekommen Sie kostenlos. Also normalerweise bezahlen Sie zu Sekunden und danach sollen Sie auch Geld investieren, um Handel anzufangen, ja? Und wie sieht das Programm aus? Also vollautomatische Software, das ist ein Robot. Ja, welche Farbe hat das Programm? Also MetaTrader 5, haben Sie etwas über MetaTrader 5 gehört? Nee, und Sie? Also es kennt und analysiert mehr als 600 verschiedene Vermögenswerte, 22 Mal pro Sekunde, 24 Stunden pro Tag und 5 Tage in der Woche, ja? Ja. Also das kann kein Mensch machen, oder? Weiß ich nicht. Kann ich da auch Pokémon-Karten verkaufen? Also bei uns können Sie mit verschiedenen Produkten handeln, natürlich, aber das bekommen Sie von uns, Ihren eigenen Finanzexperten. Ja. Also Sie bekommen von unserer Seite auch Ihren Finanzexperten. Er wird bei allen, also Handel, Ihnen dabei helfen, alles erklären und weil Sie keine Erfahrung haben, ja. Also Schritt zu Schritt erklärt er oder sie alles und sie bekommen von unserer Seite nicht nur Handelsmöglichkeit, sondern auch eine sogenannte Ausbildung in diesem Bereich. Ach, da muss ich da eine Ausbildung machen. Also Schritt zu Schritt machen sie alles zusammen. Also sie bekommen voll. Wie hoch ist denn die Vergütung im ersten Lehrjahr? Also, sie können mit verschiedenen Summen anfangen. Also wenn Sie mit 250 anfangen, also Minimum ist 250, ja? Okay. Sie bekommen dieses Paket. Wenn Sie mit 500 anfangen, also Sie bekommen auch Willkommenbonus. Also so von 70 Euro. 70.000. Aha. Und wenn Sie mit 1.000 anfangen, bekommen Sie 150 Euro als Willkommenbonus. Natürlich, also das ist Ihre Entscheidung. Also Sie können uns, wie ich Ihnen gesagt habe, 2 Wochen testen und danach entscheiden, also möchten Sie weitermachen oder nicht. Ist aber ein bisschen wenig Bonus. Die anderen, die bieten ja 100% Bonus an. Bitte? Ja, habt ihr da auch noch was mit mehr Bonus? Das ist ein bisschen wenig. Wenig Bonus? Ja. Mit 1.000, also 150 ist wenig Bonus. Ja, andere bieten 1.000 Euro Bonus. Mit 1.000, 1.000 Bonus? Ja. Das also finde ich ein bisschen unglaublich. Habe ich aber jetzt ja gestern erst gemacht. Und da habe ich jetzt auf meinem Plattform da stehen jetzt 2.000 Euro. Und da handelt da irgend so ein Broker mit. Also, Moment mal. Frage ich mal nach, also für mich klingelt das ein bisschen unglaublich, aber trotzdem, warten Sie einen Augenblick. Ja, also auf dem Demokonto, was Sie mir da zum Fake aufgemacht haben, da stehen jetzt 2.000 Euro drauf und da wird das Geld immer mehr. Also das ist für mich ein bisschen seltsam, aber ja, kann sein, also normalerweise so viel Geld. Keine Ahnung. Moment mal, bitte, also ich frage mal Manager nach. Ja. Okay. Hallo? Ja, hallo. Hallo, Herr Thaler. Also, ich werde Sie bei meinem Manager weiterleiten. Also, sie hat mir gesagt, dass es ein Märchen ist, aber okay, also bitte bleiben Sie an der Leitung. Also, kann sein, also, ich wünsche Ihnen viel Erfolg, trotzdem. Okay. Hallo, schönen guten Tag, hier Thaler, Sandra Schmidt ist am Apparat. Mhm.
So, erzählen Sie mir bitte. Sie haben gestern eine Investition gemacht mit 1000 Euro und als Bonus haben Sie 1000 Euro bekommen. Ja, stimmt das? Ja, genau. Da steht jetzt über 2000 Euro auf meinem Konto. Es ist egal, ob das steht. Also jeder kann das also einfach so schreiben. Aber Hauptsache ist, dass Sie wirklich so benutzen können. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist unrealistisch. Also bei uns funktioniert es so. Wenn Sie 250 Euro investieren, ich gebe Sie als Willkommenbonus 50 Euro dazu Bonus. Das ist das heißt, Sie können mit 300 Euro Handel anfangen. Aber mit 1000 Euro plus dazu 1000 Euro, was denken Sie? Also ist das realistisch? Ja, da steht ja da jetzt, dass ich da 2000 auf dem Konto habe. Das ist nur also in Zahlen, ja. Also jeder kann das. Wenn ich jetzt sage zum Beispiel, ich gebe Sie 1000 Euro auch dazu Bonus, ich kann auch das machen, aber das ist unrealistisch, ja. Das ist nur Zahlen, das können Sie nicht benutzen. Na, aber da habe ich doch gestern mein Geld eingezahlt. Okay. Und danach, was haben Sie gemacht? Na, jetzt steht da 2000 Euro auf meinem Konto, was ich da habe. Haben Sie schon Handel angefangen? Na, der Broker da, ja. Da habe ich jetzt schon 2025. Die stehen da jetzt schon. 2025? Mhm. Okay. So, bei uns funktioniert so, wie ich gesagt habe. Wenn Sie 1000 Euro investieren, ich gebe Sie 500 Euro dazu Bonus. Ja. Also soll ich jetzt da bei Ihnen auch noch Geld einzahlen? Nein, einzahlen vergessen Sie nicht, also vergessen einfach, ja? Also das ist keine Einzahlung, Sie kaufen gar nichts, sondern Sie investieren, das heißt, Sie verschieben Ihr Geld, also von Ihrer Hausbank zu Ihrem Handelskonto, ja? Sie verlieren damit gar nichts, sondern Sie investieren, Sie machen eine Investition, ja? Das ist aber ein anderes Wort für Einzahlen, ja. Bleibt ja eine Einzahlung. Wie bitte? Ich sage, es bleibt ja eine Einzahlung. Was meinen Sie? Also warum ist das Einzahlen? Naja, ich muss ja Geld einzahlen. Wenn ich das nicht einzahle, nein, dann ist es nicht drauf. Achso, ich muss nichts. Wissen Sie, was ich einzahlen ist, wenn Sie zum Market gehen und etwas kaufen? Ja. Das ist einzahlen. Ja, und wenn ich Geld auf ein Konto transferiere, dann ist das auch Geld einzahlen. Nein, das ist Investition. Achso, das einzahlen klingt so ein bisschen komisch. Also ich mag nicht diese Wörter. Also ich mag Investitionen, ja. Gut, aber ob Sie jetzt das Wort mögen oder nicht, bleibt ja letztendlich vom Sinn des Gleichen. Okay, ist kein Problem. Machen Sie, wie Sie wollen, also was Sie wollen. Aber sagen Sie mir bitte, ich empfehle zuerst, dass Sie mit 250 Euro anfangen. Weißt du, das ist zum Ausprobieren sehr gute Möglichkeit, weil Sie haben zwei Testwoche, das heißt Geldgarantie. Also wenn Sie etwas bei Ihnen nicht passiert, ja, wenn Sie zum Minus gehen zum Beispiel, trotzdem diese 250 Euro bekommen Sie zurück. Aha. Okay? Also mit 1000 Euro können Sie auch anfangen, aber trotzdem mit 250 ist immer besser, ja? Ja, also soll ich nicht die 1000 nehmen, dann soll ich etwas weniger nehmen. Ja, also wenn Sie 1000 Euro sind, machen Sie das gerne, das ist kein Problem, das ist Ihre Entscheidung, das ist Ihr Geld. Mhm. Mit welcher Summe möchten Sie anfangen? Ja, dann nehme ich 1000. 1000? Ja. Okay. Darf ich fragen, wo wollen Sie immer Ihre Profite bekommen? Auf Visa oder auf Mastercard? Na, auf mein Bankkonto. Welche Bank? Also Online-Banking? Ja. Okay. Überweisung meinen Sie? Na, wenn ich mein Geld haben möchte, dann soll das auf mein Konto, ja. Auf die Visa-Karte, da hat das ja nichts zu suchen. Nein, schauen Sie. Jemand hat etwas falsch erklärt, wirklich, also es tut mir leid. Ja. Also Visa-Card und Mastercard ist immer leichter, weil also zum Auszahlen dauert nur eine Minute. Und mit Hausbank ist so, wenn Sie auszahlen möchten, das dauert ungefähr 2 oder 3 Tage, ja? Ich habe aber noch nie Geld auf meine Visa-Karte draufgepackt. Oh, so machen wir das mit Online-Banking, dann ist kein Problem, wie Sie wollen. Mhm. Okay, ich vorbereite für Sie unsere Bankdetails und bleiben Sie auf der Leitung einen Moment. Ich leite jetzt weiter zu Hanna Manis und ich muss alles vorbereiten, okay? Danke. Hallo? Ja. Also, Herr Thaler. Also, Sie haben gar keine Erfahrung, ja? Am Anfang. Na, ein bisschen. Ich habe ja jetzt hier 25 Euro schon Gewinn gemacht mit den anderen. Ah, sehr gut, das freut mich. Ja. Also Sie haben sehr gute Entscheidung getroffen, weil wenn Sie mit mehreren Firmen
handeln, dann können Sie vergleichen, ja? Mhm. Und bleiben Sie in diesen Firmen, wo Sie mehr verdienen können. Mhm. Und wenn Sie auszahlen, und sind Sie dann sicher, mit welcher Firma ist besser zu arbeiten und langfristig zu arbeiten. Also, ja. Herr Thaler, darf ich mal fragen, also wie alt sind Sie? Wie alt sind Sie? Ich bin 40. Ach so, na so alt bin ich noch nicht. Ja, ich höre, dass Sie jünger sind, aber trotzdem. Mhm. Sind Sie 34, oder? Nee. Da bin ich weniger. Noch weit von entfernt. Mehr oder weniger? Weniger. Oh, 28. Fast. Also nicht 28. Genau, ja, genau. Also 26. Nee, da sind wir wieder kalt. 27. Nee, da wird es aber schon wärmer. Also nicht 28, nicht 27, 29. Ja, genau. Okay, und arbeiten Sie, ja, genau? Manchmal, ja. Manchmal, also Sie haben nicht... Beruf, also was sind Sie von Beruf? Von Beruf eigentlich nichts. Also ich habe geerbt und kann mir jetzt die Eier schaukeln. Mhm. Also Sie sind selbstständig, ja? Kann man nee, so sagen. Ich hab geerbt und kann mir jetzt die Eier schaukeln. Also ich bin halt einfach nirgendwo gemeldet. Also ich habe halt Geld. Aha, okay. Freut mich sehr. Mhm. Mich auch. Okay. Und was möchten Sie damit haben, also wenn Sie gewinnen, was ist Ihr Ziel? Warum ja. haben Sie auf dem Finanzmarkt so Handel anzufangen? Ja, ist ja wie mit allen anderen geldgeilen Leuten, noch mehr Kohle machen. Ja, also manchmal handeln die Menschen für Spaß, manchmal möchten zum Beispiel ein tolles Auto kaufen, manchmal möchten... Nee, eine dicke Karre habe ich schon. Aha, okay. Also Sie möchten mehr verdienen, ja? Ja, ja, ich fahre hier so ein Cayman, Cayman irgendwie Auto heißt das. Mhm. Und was ist Ihr Lieblingsauto? Ja, grundsätzlich so Mercedes, aber Trabi ist eigentlich auch ganz nett. Aha, okay. Was für ein Auto haben Sie? Ja, so ein Cayman, so ein Porsche Cayman. Porsche. Wieso? Wollen Sie damit mal fahren? Also, Herr Thaler, Sie haben vielleicht schon auf Ihre E-Mail unsere Bankdetails erhalten. Schauen Sie bitte mal nach. Ach so, ich habe was per E-Mail bekommen. Ja, genau, also... Ja, das hat mir ja keiner gesagt. An welche E-Mail-Adresse hatten Sie das geschickt? Swissbank, ja? Schauen Sie mal bitte nach. Auf welche E-Mail-Adresse hatten Sie das geschickt? Bei uns steht klaus-thaler@mdcaesar.de. Das ist, also das steht bei uns. Ach so, ja die, warten Sie, da muss ich mich da mal einloggen. Wie bitte? Ich sagte, da muss ich mich da mal einloggen. Weil hat ja keiner gesagt, dass ich da mal hin soll. Dann muss ich da erstmal reingehen in das E-Mail-Fach. Hallo? Hallo. Ja. Und loggen Sie bitte ein. Ja, ja, ich bin schon dabei. Dauert noch einen kleinen Moment, das lädt jetzt hier erstmal. Okay, also, ich warte auf Sie. Hm. So. Ja, genau, jetzt bin ich erstmal eingeloggt. Jetzt muss ich mal gucken hier, jetzt lädt das erstmal hier die ganzen E-Mails runter. Vom Swiss Bank. Ja, einen kleinen Moment noch. Ja, bitte. Super. Hä, was? Und? Was haben Sie gerade gesagt? Hm? Was haben Sie gerade gesagt? Ich habe gerade gesagt, dass Sie Ihre E-Mail erhalten sollen. Und bitte machen Sie ganz einfach Ihre Überweisung.
Dann, wir brauchen einen Zahlungsnachweis, ein Foto von Ihrem Zahlungsnachweis. Warum? Schicken Sie dann bitte per E-Mail auch zurück. Ja, warum? Also für Ihre Verifizierung. Und wir brauchen dann ein paar Papiere von Ihrer Seite, ja? Ja, aber ich verstehe nicht, warum Sie von der Überweisung jetzt einen Beleg brauchen. Das sehen Sie doch dann, wenn das überwiesen ist, wenn das Geld drauf ist. Also das bekommen, also das sollen wir für unsere Bank schicken. Ja, aber das sieht doch die Bank, wenn das Geld da ist. Ja, aber also für Verifizierung, also das ist die bürokratische Sache, ja? Na, aber eine Verifizierung macht man doch anders. Moment. Mhm. Ich suche gerade einen Kontoauszuggenerator, aber ich finde keinen. Hallo? Ja. Also haben Sie alles geschafft? Ich bin jetzt gerade hier dabei, die E-Mail zu suchen. Ah, okay. Weil ich habe hier so viele E-Mails. Also war vielleicht die letzte E-Mail, ja? Ach so, ja, da kann ich mal gucken nach der letzten E-Mail. Okay. Ach ja, genau, da sind sie schon mit bei, da stehen sie. So, und das soll ich jetzt eingeben hier bei mir, bei meiner Bank. Okay. Ja, so und, also nehmen Sie ganz ruhig Zeit, also ich habe genug Zeit für Sie. Okay, das ist gut. Also ich arbeite deswegen. Ja, das ist ja immer gut, ja. Hallo? Ja. Herr Thaler, wenn Sie es schaffen, dann sagen Sie mir ganz einfach Bescheid, ja? Ja, ich bin bei. Ah, haben Sie das alles geschafft? Na gleich, Moment noch. Ah, okay. Sie sind sehr schnell. Super. Mhm. Und senden Sie ganz einfach Screenshot oder mein Foto von diesem Zahlungsnachweis. Ganz einfach. Mhm. Mhm. Bei Ihnen ist ganz schön laut. Ja, also meine Mitarbeiter mögen die Musik. Ja, aber können die das auch leise mögen? Bitte? Ein bisschen leiser wäre schön. Weil sonst kann ich mich gar nicht konzentrieren, sonst mache ich was bei der Einzahlung falsch. Okay, dann also schalte ich Lautsprecher ein. Ja, dann schalten wir den Lautsprecher ein, genau. So, und jetzt soll ich euch den Screenshot schicken. Also auf Ihre E-Mail, auf diese E-Mail zurück, ja? Ah ja, okay, warten Sie, dann muss ich mal hier mein Gekritzel mal da reinkopieren. Jetzt extra wenig Mühe gegeben. So, ich drücke jetzt mal auf Antworten, ja? Ja. So, jetzt schiebe ich das da rein. Ich habe jetzt hier extra so ein Ding bearbeitet. Aber hab mir da extra, also hab's extra schön billig gemacht. So, Wanda, jetzt schreibe ich noch rein. Was soll ich denn noch reinschreiben in die E-Mail? Oder einfach nur antworten, ohne was reinzuschreiben?
Also ganz einfach, das ist ein Skript und dann können Sie das drücken. Auf Senden. Und zurücksenden, also dieses Foto, als Screenshot. Ja, habe ich gemacht. Okay, dann werden wir erhalten. Ja. Sie sagen wir Ihnen Bescheid, ja? Ja, ich habe noch ein bisschen Trinkgeld mit draufgepackt. Ah, okay, das haben wir dann schon erhalten. Ja, habe ich gerade noch mit Trinkgeld, ja. Ja, okay. Also, Herr Thaler. Ja. Jetzt, Sie bekommen, also ich gratuliere Sie, aber wie Sie wissen, Überweisung dauert von 2 bis 3 Tage, ja? Sobald wir Ihr Geld erhalten. Na, aber wozu habe ich denn jetzt den Screenshot hier manipuliert? Moment mal. Ja. Ich habe doch jetzt extra so einen Screenshot geschickt. Ich dachte, dann kriege ich gleich das Geld auf mein Konto. Ich habe ja sogar extra ein bisschen Trinkgeld mit dazu geschummelt. Ist da noch jemand dran oder redet ihr jetzt nicht mehr mit Moment, mir? Moment. Also machen Sie Spaß oder das ist Photoshop oder was ist das? Nee, das habe ich mit Paint gemacht. Was haben Sie gemacht? Das habe ich mit Paint. Paint? Moment mal bitte. Ja, mit Paint.net, nicht mit Photoshop. Photoshop kann ich nicht, ist mir zu kompliziert. Ich mache das alles mit Paint.net. Das ist kostenlos und hat auch eine ganze Menge Funktionen drin. Herr Thaler? Ja? Glauben Sie, dass wir im Kindergarten sind und Sie sind so dumm? Warum so beleidigen Sie mich jetzt? Ich habe doch gerade Geld überwiesen. Und bin ich so dumm? Also glauben Sie das? Ja, eigentlich schon, ja. Weil sonst würden Sie ja nicht so einen Job machen. Schon? Ja. Aber Sie haben Pech gehabt, ich bin nicht so dumm, ich habe alles gemerkt, also... Ah. Was war genau Ihr Ziel, sagen Sie mir bitte, warum Sie das gemacht haben? Naja, um den Betrug auf YouTube aufzudecken. Dir hören hier mehrere tausend Leute zu. Aha. Ja. Okay. Und woher wissen Sie das? Naja, das liegt ja auf der Hand. Alleine wie man sich bei euch auf der Webseite anmeldet, ihr seid nirgendwo reguliert. Ja? Ja. Genau. Okay. Aber ich denke nicht, ich bin sicher, dass Sie so dumm sind. Mhm. Solche Leute wie Sie sind wirklich, also sind ein Arschloch, wirklich. Ja gut, damit kann ich leben. Aber letztendlich bin ich kein Betrüger, dann bin ich lieber Arschloch. Ich bin Betrüger, aber Sie sind Arschloch. Genau. Okay? Ja. Alles klar? Ja. Dafür bekommen Sie Strafe, glauben Sie mir, nee, ja? Glaube ich nicht, weil letztendlich habt ihr ja keine echten Daten von mir. Und selbst wenn, dann würde ich mich ja freuen über eure Strafe, dann könnte ich das Ganze zur Anzeige bringen, den Betrugsversuch. Denken Sie, dass ich keine Daten, also Daten habe ich nicht von Ihnen? Ja, nein. Dann sag mir doch ein paar echte. Ja, dann sag mir doch ein paar echte Daten. Dann könntest du mir ja jetzt auch was sagen. Na, dann schieß mal los. Ich habe Ihre Nummer. Ja, dann. Zu 11. Ja, welche Nummer denn? Das ist eine Online-Telefonnummer. Die kann keine Sau zurückverfolgen. Aha, okay. So wie eure Telefonnummer. Die kann man ja auch nicht zurückverfolgen, ne? Sie müssen mir genau sagen, warum wir betrogen sind. Das habe ich ja gerade schon gesagt. Alleine der Prozess, wie man sich bei euch anmeldet, der ist schon mal sehr unseriös. Dass man dann gleich einen wie, Anruf... Wie? Na, ich dachte, ich soll es jetzt erklären, dann musst du mich auch aussprechen lassen. Denn dann schon alleine gleich der Anruf, ohne Double Opt-in. Ihr dürft gar nicht überhaupt anrufen, nur weil ich mich registriert habe. Das gibt noch lange nicht das Recht, gleich mal anzuklingeln beim Kunden. Das ist in Deutschland übrigens auch strafbar nach der DSGVO. Ah, na bitte, wissen Sie, wie viele Kunden ich pro Tage habe? Ja, das ist ja das Schlimme und genau deswegen telefoniere ich auch so lange mit Ihnen. Das ist schlimm, das ist normal, ja? Also Finanzmarkt funktioniert so. Wenn Sie Interesse haben, auf dem Finanzmarkt Geld zu verdienen, zuerst müssen Sie registrieren, ja? Ja. Richtig? Ja, ja richtig, und, aber ihr seid ja eine Betrügerseite. Und Sie müssen das einfach bestätigen. Ja, aber ihr seid ja eine Betrügerseite. Ihr steht nirgendwo. Sagen Sie mir bitte, wo haben Sie das gesehen? Ja, ihr seid nicht reguliert. Man findet keine Regulationsangaben bei euch. Ach so. Ja. Sie brauchen eine Regulation. Also, ja, Lizenznummer meinen. Genau, ist ja Pflicht in Deutschland. Warum soll ich das Sie geben? Also, warum? Was denken Sie? Ja. Wer sind Sie? Wer sind Sie zuerst? Ja, ein Kunde wie jeder andere theoretisch erstmal potenziell. Sie sind nicht unsere Kunde. Nein, nö. Sie sind nicht unsere Kunde. Aber wenn Sie unsere Kunde werden... Ja, will ich ja nicht. Ich will ja nicht abgezockt werden. Aber das war lustig, ja, von der...
Naja, ich sag mal, es können ja ganz viele Leute auf YouTube dann hören, wie ihr die Leute betrügt. Ne? Also, ich meine, du gibst ja ein bestes Beispiel darüber, dass ihr Betrüger seid. Wir können bei YouTube meine Stimme ja so einfach hinstellen. Das ist kein Problem. Okay. Ich mache meine Arbeit und ich bin sicher, was ich mache, ja? Das ist gut. Deswegen habe ich auch noch die Erlaubnis, genau. Aber ich denke, die richtigen Betrüger sind Sie, genau. Weiß ich nicht. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Sie sind ein Betrüger. Mhm, genau. Und ein Arschloch auch, glaube ich. Okay. Das können ja die Leute ja in die Kommentare schreiben, ob mich die anderen auch für einen Arschloch halten oder eher euch. Aber wie gesagt, ich bin lieber ein Arschloch als ein Betrüger und zock halt nicht die Leute ab, sondern ich kläre die Leute darüber auf, was ihr da so macht. Mhm. Ja. Alles klar. Ich will nicht weitersprechen, okay? Ja, aber ich denke mal, wir haben uns bestimmt nicht das letzte Mal gehört. Ich melde mich noch ein paar hundert Mal bei euch auf der Seite an, mit anderen Namen und anderen Telefonnummern. Mhm. Ja. Das heißt, dass Sie Betrüger sind? In dem Punkt dann sicherlich schon, ja. Aber ich verarsche ja nur die Betrüger. Und von daher, ich denke mal, einen Betrüger zu verarschen, kann ja nicht strafbar sein. Okay, tschüss. Ja, tschüssi, bis nächstes Mal. Hallo, Herr Kappe. Hm, hallo, Wilson ist wieder dran am Telefon. Wilson, mein Name. Ja, weiß ich doch. Wie geht das Ihnen heute? Ach, ganz gut. Oh, super. Und? Arbeiten wir schon zusammen oder nein? Nee, ich bezahle doch bei euch Geld ein, das weißt du doch. Warum? Ja, weil es dann weg wäre, das ist doch klar. Nee, Mann. Doch. Oh, nein, nein. Das war nicht peinlich. Also, Herr Katze. Hm? Oder Steiner. Ja, das kannst du dir aussuchen. Nochmal bitte? Das kannst du dir aussuchen. Also, wollen Sie mit uns arbeiten oder nein? Mhm. Warum, lieber Mann? Na, weil dann sonst mein Geld weg wäre. Und so viel Geld habe ich aber auch nicht. Ne, Herr Katze, ne. Doch. Guck mal, du müsstest doch gar nicht arbeiten, wenn euer System funktionieren würde. Dann müsstest du doch gar nicht telefonieren und könntest doch ja selber investieren und gar nicht mehr arbeiten gehen. Also, Mann. Hm. Wollen Sie Geld verdienen oder ne? Ja, jeder will Geld verdienen, aber dafür braucht man halt auch ein System, wo man das kann. Also, Mann, besser ist, wenn Sie hören mir erst einmal. Mhm. Und die zweite, wir können zusammenarbeiten. Und die dritte, wir können zusammen Geld verdienen. Sie und ich. Okay? Nö, das klingt nicht besonders überzeugend. Aber was wollen Sie mehr von uns? Na, weiß ich nicht. Ihr ruft doch immer bei mir an. Ein Trading machen. Ja, aber ihr ruft doch immer bei mir an. Ich will doch gar nichts. Also ich rufe, weil Sie haben die Anmeldung gemacht. Ja, aber das war ja keine Einladung automatisch zum Anrufen. Ich meine, also, das war ganz nett, aber... Das ich weiß nicht. Hm. Weil ich bin nicht die Gott. Und ich kenne nicht die ganze alles. Habt ihr da eigentlich auch so eine tolle Klingel stehen? Nee? Nee, bei euch ist es ohne Klingel, aber ihr habt ja auch nicht mal Musik. Die anderen Callcenter, die haben immer Musik. Ohne Klingel, Mann. Ohne Musiker. Naja, aber das ist wenigstens schon mal ein bisschen professioneller. Da fällt der Betrug nicht ganz so auf. Ah, so, ich verstehe Sie ganz gut. Aber Sie sind ein guter Mann, Herr Katze. Ja. Aha. Also arbeiten Sie mit uns, oder? Nö. Okay, Mann, okay, ich verstehe Sie ganz gut. Also ich muss eine Pause machen. Ich melde nochmal später. Alles klar. Danke. Tschö. Ciao.